Das einzige Horst-Janssen-Museum auf der ganzen Welt befindet sich in Oldenburg, weil Horst Janssen, nachdem er in Hamburg geboren worden ist, wesentliche Jahre seiner Jugendzeit hier in Oldenburg verbracht hat. Seit dem Jahr 2000 bietet die Stadt Oldenburg ihrem Ehrenbürger ein einzigartiges Museum inmitten einer exponierten Museumslandschaft. Wir laden Sie herzlich ein und bitten Sie, schauen Sie doch mal hinein. Horst Janssen ist ein ganz wichtiger deutscher Zeichner und Grafiker, der 1929 geboren wurde und im Wesentlichen nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Durchbruch hatte. Der Höhepunkt der künstlerischen Entwicklung ist sicher 1968 anzusiedeln, als er in Venedig den Preis für Grafik auf der Biennale erhält. Er hat gezeichnet, grafisch gearbeitet, in Form von Holzschnitten, Radierungen, Lithografien, Aquarellen und ist vor allem auch durch seine Rezeption der alten Meister bekannt geworden. Horst Janssen ist vor allem auch für seine vielen Selbstporträts berühmt. Seit den Studienjahren in den späten 40ern bis kurz vor seinem Tod 1995 hat er sich ganz häufig selbst dargestellt und hat dabei auf schonungslose Art und Weise sein Inneres nach außen gekehrt. Die Radierung hat Horst Janssen als seine eigentliche Technik bezeichnet. Er hat weit über 2000 Blätter geschaffen. Die meisten davon sind auf dieser Presse entstanden. Janssen konnte sowohl sehr altmeisterlich und ganz kleinteilig arbeiten, hat aber andererseits auch große Experimentierlust entwickelt. Zu den besonderen Exponaten des Museums gehören die illustrierten Briefe von Horst Janssen. Er hat häufig geschrieben, sehr originelle Texte verfasst und hinreißende Zeichnungen geschaffen in Farbstift und Aquarell, wenn er seine Frauen umgarnen wollte. Zur Sammlung des Horst-Janssen-Museums gehören auch Fotografien. Hier sieht man den Künstler mit einer seiner Musen. Das Museum bietet ausführliche Informationen zu Künstler und Werk anhand von Texttafeln, Infoterminals und Hörführungen. Einen nachhaltigen Eindruck von Horst Janssen erhält man beim Betrachten des Filmes Ego, der ständig im Museum gezeigt wird. Als Museum für internationale Grafik hat sich das Horst-Janssen-Museum der bildenden Kunst auf Papier verschrieben. Zeichnungen von Egon Schiele, Aquarelle von Joseph Beuys oder Lithografien von Pablo Picasso wurden beispielsweise in Sonderausstellungen gezeigt. Der Artshop des Museums bietet eine große Auswahl an Katalogen, Kunstbüchern, Plakaten und Künstlerpostkarten. Nach dem Museumsbesuch genießen die Besucherinnen und Besucher entspannt Kaffee und selbstgebackenen Kuchen oder essen eines der täglich wechselnden Tagesgerichte. Musik